Ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz der Partei Die Linke, heute mit unserer Bundesvorsitzenden Susanne Hennig-Welsow, die zu drei Themen Stellung nehmen wird. Zum einen zum CDU-Wahlkampf, zum zweiten zur Situation der Hilfskräfte der Bundeswehr in Afghanistan und zum dritten zur geplanten Fußball-WM in Katar. Ja, schönen guten Tag auch von mir. Es wurde ja gerade angekündigt, also zunächst vielleicht mal ein paar Worte zu Armin Laschet und dem Wahlkampf der CDU. Was wir beobachten können und jetzt auch hören, auch mit dem ARD-Sommer-Interview, was Armin Laschet gegeben hat, dass er durchaus dazu neigt, nicht zu sagen, was er eigentlich politisch will, sondern immer halbseitige Informationen gibt. Das vielleicht mal an ein paar Beispielen, und ich finde, das ist durchaus sehr kritisierbar. Zum einen spricht er davon, dass der Solidaritätszuschlag für alle abgeschafft werden soll. Bedeutet am Ende, diejenigen, die viel Geld in unserem Land haben, sollen auch entlastet werden. Er begründet das mit dem Bundesverfassungsgericht, was aber nicht so an dem ist. Selbst das Bundesverfassungsgericht sagt, dass es durchaus vertretbar ist, wenn diejenigen, die viel Geld haben, auch den Solidaritätszuschlag weiterzahlen. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel, um es zu verdeutlichen. Armin Laschet ist der Auffassung, dass es gar keine Zeit mehr gab, die Vermieter auch einzubeziehen, was die CO2-Abgabe auf Heizöl und Gas angeht. Zur Wahrheit gehört aber, und auch das finde ich äußerst dreist zu behaupten, es gäbe keine Zeit mehr, es war die Union selbst, die faktisch auf Druck der Immobilienlobby die Vermieter aus dem Gesetz gekippt hat, im Sinne von, sie brauchen nichts mehr zu befürchten und müssen ihren Anteil nicht leisten. Ein anderes Beispiel ist auch der Umgang mit der Geschwindigkeitsbegrenzung von 120-130 km/h. Da ist ja Armin Laschet der Auffassung, das ist alles okay, wenn es ein Auto ist, was mit Strom fährt. Dann kann man so schnell fahren, wie man möchte, aber er unterschlägt natürlich auch, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung durchaus einen Sinn hat, wenn es darum geht, Leben zu retten, auch auf der Straße. Auch das, weil die Autolobby nicht verärgern will. Deswegen meine Aufforderung an Armin Laschet, einfach sagen, was er will, was er politisch will, was die CDU will. Dann kann sich jeder und jede Wählerin immer noch entscheiden, ob er die CDU wählt oder eben die Linke. Insofern ist das kein fairer Wettstreit, wenn man mit Halbwahrheiten arbeitet. Das zweite Thema, Afghanistan-Hilfskräfte. Der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan ist ja vollzogen. Allerdings gibt es noch etwa 500 Hilfskräfte in Afghanistan, Einheimische, die von der Bundeswehr nicht mitgenommen wurden. Wir reden da mit ihren Familien um etwa 3000 Personen. Und ich finde das wirklich beschämend auch für die deutsche Regierung, dass es nicht möglich war, tatsächlich auf einem einfachen Weg die Hilfskräfte der Bundeswehr mit auszufliegen. Die Hilfskräfte sind vor Ort mit dem Tod bedroht. Es ist nicht klar, wie sie sich sichern sollen. Insofern ist es unverantwortlich, da nicht dringend zu handeln, und insofern auch da die Aufforderung, endlich zu handeln und die Hilfskräfte in Sicherheit zu bringen. Das Thema Fußball. Ich habe ja auch mit Freuden das EM-Turnier geschaut. Gratuliere auch Italien nochmal zum EM-Titel. Und schon können wir aber auch nach vorn schauen. Zwei Tage nach der Fußball-EM und dem Finale sollten wir durchaus den Blick auf die geplante Weltmeisterschaft in Katar im nächsten Jahr richten. Ich finde, es ist nicht angemessen, dass sich der Deutsche Fußballverbund, also der DFB, beziehungsweise die deutsche Mannschaft an diesem Turnier beteiligt. Das bedeutet, wir schlagen vor, dass es einen Boykott der WM durch den DFB gibt. Hintergrund ist, dass seit dem Jahr 2010 6.500 Arbeiter auf den Baustellen gestorben sind. Die Quelle ist dort auch der Guardian, der Regierungsquellen ausgewertet hat. Das bedeutet, seit 2010 sterben oder sind gestorben in Katar auf den Baustellen 12 Tote pro Woche. Und ich finde es wirklich zynisch und menschenverachtend, einem solchen Turnier auch noch
beizuwohnen. Das sehen nicht nur wir so als Linke, sondern auch die Mehrheit der Bundesbürger, wie Umfragen auch vom WDR unter anderem zeigen. Insofern, ich kann mir nicht vorstellen, ein Fußballfest zu feiern, an dem es so viele Tote gab und die nicht gesehen werden und auch nicht beachtet werden. Deswegen nochmal die Forderung Boykott zur WM in Katar. Soweit. Herzlichen Dank. Gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.